Weg ist die Kirmes, die Kirmes geöffnet. Ich wünsche allen fröhliche Kirmes. Gut, bravo. Hallo liebe Zuschauer von BochTV, ich begrüße Sie recht herzlich hier heute aus Keppeln. Keppeln, einer der schönsten Dörfer am Niederrhein. Peter, gib unseren Zuschauern mal etwas Hintergrundwissen. Ja, das kann ich wohl machen. Danke, lieber Joko. Ich bin Peter Quinders, der Brudermeister hier der St. Sebastianus-Bruderschaft in Keppeln. Wir feiern heute unser 10-jähriges Jubiläum, das heißt das Jubiläum unserer Böllerschützengruppe St. Barbara. Wir haben eine relativ mitgliedsstarke Gruppe, 15 Leute sind in unserer Gruppe aktiv. Ja, wir haben hier heute ein Böllerschützentreffen organisiert anlässlich unseres Jubiläums, wo ungefähr 20 Vereine aus nah und fern ihr Bestes geben. Ihr Bestes, das ist in unserem Fall Schwarzpulver. Hier sind Gruppen von Essen über Bocholt bis nach Kalka und benachbarten Niederlanden. Von welchem Schützenverein seid ihr denn? Wir sind vom Holderberger Bettenkamper Bürgerschützenverein. Wir sind gegründet 1886. Was macht ihr denn in eurem Schützenverein? Wir sind fürs Böllern zuständig. Das heißt, bei Schützenfesten die Barrikade bauen und das Schützenfest auf eine charmante Art stören. Und beim Königsempfang und bei der Krönung den Ehrensalut schießen. Kannst du mir auch zu dem Lader oder zu der Waffe etwas sagen, die du in der Hand hast? Ja, das ist ein Handböller, Kaliber 18 mm. Ist das Loch hier vorne gemeint? Wird geladen mit Schwarzpulver und hat eine Perkussionszündung. Das heißt, hier kommt ein Zündhütchen auf das Piston und wird dann durch Abschlagen gezündet. So wird dann der Schuss ausgelöst. Euch alle hier recht herzlich heute begrüßen. Wir, die St. Sebastianus-Bruderschaft mit ihrer Böllerschützengruppe St. Barbara, feiern unser 10-jähriges Jubiläum. Wir pflegen unser Brauchtum seit 10 Jahren, aber wir haben dieses alte Brauchtum übernommen von der Kiefhäuser-Kameradschaft hier in Keppeln, die das schon seit einigen hundert Jahren gepflegt hat, dieses Brauchtum. Und Typen oder Ballertypen, sondern wir verstehen uns als Brauchtumspfleger. Gebt euch bitte recht viel Mühe, das ist jetzt an alle Schützen gerichtet, dass ihr heute Abend kein Pulver mit nach Hause nehmt. Wir werden jetzt hier gleich starten mit den Böllerschützenreihen. Soweit ich mir von meinem Kommandeur habe sagen lassen, werden wir mit Hand- und Schaftböllern starten. Später dann mit den Kanonen und den Standböllern, mehrere Schussreihen. Wir werden später zwischendurch, wir haben zurzeit jetzt hier einen Lehrgang laufen für Vorderladen, Widerladen und Böllerschießen. Die werden hier ihre praktische Prüfung ablegen, hier auf dem Gelände. Und nachher werden wir eigens für diesen Termin angesetzte Wettbewerbe ausrichten. Dazu später mehr. Jetzt möchte ich erstmal übergeben an unseren Bürgermeister Rainer Weber. Dankeschön. Heute zum fünften Mal durfte ich dann eine Böllkanone, die soeben hier aufs Feld gefahren worden ist, diese Kirmes letztendlich eröffnen, also nicht nur durch den Fassanstich, sondern durch einen Böllerkanonenschuss. Ja, schwierig ist es für mich als Bürgermeister der Gemeinde Uedim schon, die Kanone zielt nämlich immer auf Uedim. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich versuche
den Kanonenschlag so zu platzieren, dass er hinter Ödem runterfällt. Aber das ist eine tolle Idee. Und ich möchte jetzt eben auch zum 10-jährigen Jubiläum bestehen der Möller Schützengruppe St. Barbara recht herzlich gratulieren. Ich gebe jetzt das Kommando ab an unseren Möller-Kommandanten Martin Thiemann und das Mikrofon an unsere Moderatorin Andrea Frank. So, lieber Martin, vielleicht kannst du gleich noch mal ganz kurz erklären, du wirst gleich in diesem Korb sitzen und alle Männer hören auf dein Kommando. Wie genau läuft das ab und wie können die Leute vielleicht ihre Ohren auch noch mal in Sicherheit bringen? Wann wird es besonders laut? Also ganz besonders laut wird es natürlich, wenn ich sage, geht Feuer. Dann sollten alle, die empfindliche Ohren haben, besonders kleine Kinder oder Leute mit Hörgeräten, die Hörgeräte vielleicht abschalten. Demonstriere es mal ganz kurz. Ende einfach so vor die Ohren halten, dann ist der Schall in der Regel so weg, dass nichts passieren kann. So, wir fangen an auf der von Ihnen rechten Seite mit ca. 30 Hand- und Schaftböllern. Mit denen werden wir 4 Reihen böllern gleich. Zwischen diesen 4 Reihen werden wir 2-mal mit den Kanonen schießen auf der linken Seite und vor Kopf die Standböller auch 2-mal. Das läuft alles auf mein Kommando. Herzlichen Dank schon mal dafür. Vielleicht beziehst du schon mal deinen Platz und wir bleiben noch ganz kurz hier stehen. Ich habe mich natürlich auch versucht, ein bisschen schlau zu machen. Also, Schwarzpulver heißt euer Zauberpulver, was, glaube ich, Männerherzen höher schlägen lässt. Du hast ja eben gesagt, ihr seid keine Böller-Typen und keine Boller-Typen, aber Schwarzpulver ist schon... Ja, das ist eigentlich für uns schon, ich will nicht sagen, ein Lebenselixier, aber wir können das schon mal machen. Peter, wenn ich mir das mal einmal vorstellen darf, zum Beispiel in so einer Kanone, wie sie da vorne als erstes steht, wie viel Schwarzpulver wird da bei einem Schuss verfeuert? Nur mal so, damit ich so einen Eindruck davon habe. Ich sag mal so, die Kanone finde ich nicht, aber wir können jetzt da mal kurz wieder auch die Böllerschützen mal fragen, denn jedes Rohr wird der Beschuss abgeschossen mit der passenden... Wie sagt man? Kopfbedeckung? Warte. Okay, so, darf ich mal in die Kohlekiste gucken? Da sind Cola-Flaschen drin. Okay. Und wieder eine andere Markeinheit hier. Die Leute kommen ja auch aus Holland. Herzlich willkommen auf die Niederlande. Okay. Jetzt wird von mir der Kultur gestoppt. So, das Zauberkocher. Was passiert jetzt? Jetzt kommt noch ein Päckchen Haschisch rein. Was ist da drin? Das darf nicht jeder wissen, was drin ist. Okay, was ist das in Wirklichkeit? Wie lange müssen wir uns noch gewöhnen, bevor wir uns die Ohren zuhalten müssen? Das ist dann die letzte Endesperre, Martin. Martin, uns überrascht. Diese Kanone, die da vorne steht, das ist wahrscheinlich nachgebaut. Ja, eine Replika. Und aus welchem Jahr schätzen Sie, ist das Original? Original. Ende 1700. Ja. Ende 1700. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir lassen Martin jetzt alle Kommandos loslegen. Und ihr wisst noch, ja, also so die Ohren zu halten mit beiden Seiten, dann kann euch nicht viel passieren. Ich mache das Mikro jetzt aus, damit mir auch nichts passiert. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was hier passiert. Peter, wir sind gespannt. Machen wir Aufstellung, sondern drei junge Herren vom WDR haben sich auch unter die Schützen gemischt. Sie filmen für die Lokalzeit heute Abend. Lokalzeit Duisburg, mein Tipp, das können Sie auch morgen noch online sehen. Sie brauchen also deshalb nicht nach Hause gehen. Das kann man alles morgen noch online sehen. Ein weiterer Kameramann ist bei uns, aber er hat nicht nur die Funktion, die schönste Impression der Kirmeseröffnung und dieses Jubiläums einzufangen. Ab morgen ist ein viertelstündiger Beitrag auf goch.tv zu sehen. Meine Damen und Herren, ruhig auf unseren Kommandeur oben, auf Martin achten.
Der Boden wackelt. Das ist die Druckwelle. Geht wieder rein. Ja, schon. Wenn ich das passend sitze, muss man rüben.